Der höhere Saustall, den ich getroffen habe. Alles dreckig, alles klebrig. Da muss man wirklich mehr so alles ausräumen, Platz machen für Neues. Eben weg mit der ganzen Scheiße. Hey, Bro. Oh, Mann. Oh, Mann. Das sind die Quotenmänner. Der SRF Comedy Talk. Und das war der Daniel Baumann, der Restaurant-Tester, der das letzte Mal ins Quotenmännerstudio gelaufen ist. Mit einem kleinen Fazit. Ah, alles Gute zur Pension. Ja. Ist es überhaupt eine Pension? Nein, hört ich glaube nicht. Genau, wird man noch viel hören. Vom nein. Ei. Das ist einer, den kann auch nicht loslassen, wahrscheinlich, oder? Nein. Ja, ich glaube, der hat jetzt so ein bisschen Blut geleckt in dem Ampel. Ja, der macht schon noch weiter. Irgendetwas wird er wohl machen. Eine Kooperation aber mit Daniel Koch vielleicht. Oder so. Ja, Koch und Baumann macht ja den Restaurant-Test mit dem Herrn Koch zusammen. Ja. Das würde ja noch Sinn machen. Ja. Auf jeden Fall hört er auf als Restaurant-Tester bei 3plus. Hast du letzte Woche rausgekommen? Stellt sich die Frage nicht mehr ob ein Restaurant mit oder weg im Konkurs gegangen ist. Also. Und 3plus macht jetzt vielleicht auch der Nussgipfeltester. Ich wüsste da jemanden, der das machen könnte. Also du meinst Play? Nein, völlig falsch. Das ist ja auch gerade etwas, was mich am Wochenende aufgeregt hat. Der Mark Zwei und der Blick waren da im Happy Day. Ja, und die Sendung vom Morgen. Erzählt er dort um, der Mark Zwei, eigentlich jetzt Nussgipfel testen. Der Einzige, der in dem Land Nussgipfel testet, auf einer professionellen Ebene, das bin wohl ich. Willkommen im Team, Blay. Nein. Ja, und der Blick erzählt bald der HGCF, aber das sie nehmen uns alles weg. Alles, was wir haben. Alles. Wenn es Dritte wäre, hätte es noch einen Ostschweizer dabei. Es sind Nachmachis. Aber gut. Ja. Nur die Guten werden kopiert, man weiß das. Oder? Ja, aber was macht der Baumann jetzt eigentlich? Testet der Restaurant-Tester? Ist das der nächste Schritt? Ich glaube, es braucht ihn nicht mehr. Es gibt jetzt einen Selbsttest für Restaurants. Wahrscheinlich. Ja, nein, das ist sicher auch das Thema, wieso er aufhört. Weil er kein Restaurant mehr hätte testen jetzt die ganze Zeit. Ja. Macht er vielleicht den Food-Kurier-Tester? Ja. Das wäre eine Alternative gewesen. Ja, sein häufigste Urteil auf die Frage, wie ist es jetzt so, ist gewesen, zu. Oder zu. Ja, und das Einzige, was er noch hat können testen, ist einfach so die Tür fallen. Weiter ist er gar nicht gekommen. Ja, die Tür fallen, die ist ja super. Haben die es geschaut? Buhmann? Immer wieder. Ja, absolut. Immer wieder mal reingeschaltet, Moment, beim Zappen. Nicht jetzt bewusst, jetzt müssen wir schauen, sondern so beim Durchzappen. Immer unterhaltsam war mein 3plus Lieblingsformat. Wirklich? Ja, kann man so sagen. Okay. Ja, nicht der Bachelor, es tut mir leid. Ja, muss dir nicht leid. Nein, der Bauer. Der Bauer finde ich eben geil. Bauer finde ich super. Marco Fritsch, grossartig. Ja, das ist gut. Das ist richtig gut. Nein, aber man hat jemanden mal reingeschaltet und es war immer wieder mal lustig auch. Es war einfach immer wieder auch traurig, was für Restaurant das es gibt oder was als Restaurant durchgeht. Ja, und vor allem. Und dass er jetzt dort überrascht ist, da kann man etwas besser. Ja, meinst du? So ein schönes Restaurant direkt neben dem Gleis. Industriegebiet Süd. Das Heftigste ist vor allem einfach, wenn du 3 Folgen komplett gesehen hast, oder? Dann hast du eigentlich auch als Restaurant-Tester anfangen. Wir haben immer die gleichen 3 Massnahmen, oder? Karten zusammenstreichen, frisch kochen und den Gastraum aufräumen. Ja. Also, ganz wichtig für ihn immer, in die Küche hineinlaufen, dort irgendjemand mit Migrationshintergrund antreffen, den in perfektem Hochdeutsch zusammenstreichen. Das kannst du so nicht machen! Und der andere antwortet, Dani, was ist denn das Problem? Genau! Wenn er immer auch mit den Leuten, die nicht so gut Deutsch können, hat er immer laut geredet. Also, hier, diese Pfanne muss hey, rüber! Also, er kann nicht so gut Deutsch. Er ist nicht taub, er kann einfach nicht so gut Deutsch. Aber schön, ja. Schön, ja. Dani Baumann ist eigentlich jetzt schon das erste Thema, wo das Thema war. Wir hätten noch ganz viel anderes. Wir haben heute einen speziellen Garagenfund, einen Haufen Geld und offene Kühlschränke, wo wir jetzt darüber reden. Aber natürlich möchte ich vor allem auch wissen, wie geht es so, Aaron? Ja, gut. Mal, es geht mir eigentlich wirklich gut. Abgesehen davon, dass ich jetzt in einem Zustand von ständigem Muskelkater bin. Ich habe wieder angefangen zu trainieren. Fitnesszeit, dass ich doof. Ich bin wieder ins Fitness gegangen und ich bin wieder boxen. Jetzt habe ich einfach konstant Muskelkater. Mein Körper muss sich zuerst wieder eineichen. Ich habe auch Gewicht verloren, einfach Muskelmasse. Wow, er hat Muskelmasse. Die ist einfach weg, Muskeln verschwinden. Und ich bin theoretisch, in dem Moment bin ich immer noch in etwa 7 Beizen. Man muss sich ja jetzt in den Beizen wieder einloggen, wenn man noch nicht sitzt auf der Terrasse. Das mache ich auch, sehr gewissenhaft. Natürlich. Wenn ich weniger gewissenhaft mache, ist mich wieder ausloggen. Ah, ich finde, das muss man sagen. Eigentlich sind die Beizen jetzt völlig überfüllt und ich hocke mit irgendwelchen fremden Leuten am Tisch. Ja. Theoretisch bin ich nicht. Einfach an dieser Stelle, ich bin nicht mehr dort. Ja. Jetzt im Studio. Ja, genau.
Sonst noch etwas? Nein, das ist alles. Was, das ist alles, was du dich aufgeregt hast? Das war aber eine friedliche Woche. Völlig. Ja. Wie geht es dir, Schweiz? Mir geht es sehr gut, ich habe einen Impftermin. Oh, ja. Willkommen im Club. Ja, diese Woche oder bald, ja. Diese Woche wird geimpft. Also Corona, oder? Ja. Kinderlähmung. Religiose, Polio. Genau. Nein, diese Woche wird geimpft, ich habe einen Impftermin, super. Und für das habe ich dann mein Impfbüchlein gebraucht. Natürlich. Und dann musste ich feststellen, ich weiß nicht, wo mein Impfbüchlein ist. Das Problem habe ich normal. Ich habe kein Impfbüchlein. Und bin am Wochenende bei meinen Eltern daheim und habe das erzählt. Und dann meinem Vater einfach nur so zu Demonstrationszwecken. Nicht, weil es nötig gewesen wäre oder irgendwie so. Geht er hinterher in sein Büro, holt den Ordner, klappt ihn auf und holt sein Impfbüchlein aus den 50er Jahren raus. Und sagt, schau, da, das ist das von mir, das ist das von der Mutter. Da kann man schauen, wo er als Baby geimpft worden ist, siehst du da drin. Du siehst auch jetzt, wie er seine Covid-Impfung... Du siehst einfach alles, oder? Ah, schau, da ist noch die Geburtsschein, da ist noch das, da ist noch das. Schön wieder in Ordner, der Ordner wieder versorgt. Wie machen die das? Wie machen die das? Erklär mir es. Ich schaffe es ja nicht einmal, wenn ich irgendwo parkiere, ein Parkticket zu behalten für 2 Stunden. Und der hat irgendwie 65 Jahre lang behalten er seinen Impfausweis. Ist 48 Mal gezügelt, in 4 Ländern gelebt. Impfausweis, schau da. Das ist schon krass. Ja. Ich glaube, du bist wirklich erst erwachsen, wenn du das hast. Ja, oder? In dem Fall wenn nie. Das ist, ist glaube ich, eine Generationenfrage. Ja, die haben einfach das Zeug beieinander. Ja, wir sind halt so, ja, das kann man dann schon wieder nachmachen. Und das gibt es jetzt auch. Ja, aber es ist auch in vielen Fällen wahr. Also viele Sachen, die du daheim hast und solltest aufbewahren, haben es irgendwo und kannst eine Kopie wiederholen. Ja, also ich habe auch ein Impfbüchlein bekommen, gerade beim Impfen, weil ich wusste, keine Ahnung, wo das ist. Das ist wie so, wenn du zügelst und dann musst du dich anmelden. Dort irgendwie auf dem Kreisbüro oder auf der Stadtverwaltung, Gemeindeverwaltung. Mhm. Haben sie den Meldeschein? Was? Meldeschein? Okay. Wir müssen doch langsam wissen, wo ich bin. Und also, das ist wirklich, das gibt es doch digital heute. Das ist nicht so, ich bin froh, wenn ich die Idee dabei habe. Ja. Ich habe beim Suchen von meinem Infosys einen Meldeschein gefunden von Zürich. Ja. Wo du seit 20 Jahre überlebt. Ich frage mich jetzt, hast du dich je abgemeldet? Ja. Vielleicht wohnst du theoretisch immer noch in Zürich. Ja, ich frage mich jetzt, ob ich in Zürich noch gemeldet bin oder nicht. Müsstest du dem vielleicht mal nachgehen. Ja. Weißt du, wer immer weiss, wo du daheim bist? Wer? Patty Boser. Oh. Jawohl. Du musst einfach Patty fragen, wo du aktuell gerade gemeldet bist. Weil die kennt ja, glaube ich, sämtliche Wohnungen von der Schweiz. Die hat über 1200 Sendungen gemacht. 518 Stunden Sendezeit, 5000 Drehtage. Das ist eine unglaubliche Zahl, die da zusammengekommen ist. Am 7. Mai feiert sie das 25-Jahr-Jubiläum von Lifestyle. Dort geht ja mein Patty vorbei und macht hauptsächlich einfach eine Kühlschranktour. Und in dieser Jubiläumssendung macht Patty Boser etwas, was sie noch nie gemacht hat, jetzt macht sie ihren eigenen Kühlschrank auf. Moment mal. Ja? Sie hat es daheim. Sie hat es daheim. Ja, die ganze Zeit gemeint, diese Obdachlos und sagt drum immer bei anderen Leuten. Also so das kann mir ähnlich. Die Sendung heisst Lifestyle, aber eigentlich ist sie eine Mietnomadin. Das ist kein Lifestyle. Entschuldigung. Nein, wirklich nicht. Nein. Was ist, wenn es noch viel verreckter ist? Was ist, wenn sie Zeugin Jehovas ist und drum ständig bei anderen Gacko Leuten? Vielleicht. Ja? Vielleicht mit dem Kamerateam zusammen. Psst, wir sind nicht daheim, die Leute. Erwachen, erwachen. So ein bisschen, darf ich mit ihnen über ihren Kühlschrank reden? Gut, in ihrem Kühlschrank wird eh nichts drin sein, weil der ist eh immer leer. Mhm. Ich bin nie daheim. Also ist immer bei anderen. Also. Mhm. Ich glaube, die ist ja wahnsinnig aufgeregt. Jetzt stell dir mal vor, nach 25 Jahren macht die das erste Mal wieder ihren Kühlschrank auf. Ja. Weißt du, was da alles drin ist? Und wie das rumläuft. Das stimmt. Aber ich habe die Sendung nicht mehr. Ich habe ab und zu reingeschaltet. Aber eigentlich kann ich es nicht schauen. Die halbleeren Kühlschrank mit einer Gurke da und ein gesundes Trinkchen. Da komme ich mit Depressionen über. So sehen keine Kühlschränke aus. Wirklich? Wirklich nicht. Ja. Die sind voll. Die Leute haben alle vorher noch geputzt und haben noch so ein bisschen aufgeräumt und dann noch eingerichtet. Hört auf! Wobei, das Beste am Lifestyle sind ja eigentlich einmal nicht die Kühlschrankszene gewesen, sondern die Überleitungen der Themen. Oder? Ja. Wenn sie irgendwie so zum Gast sagt, ja, in dem Fall, Martin, ganz viel Glück mit der Chemotherapie und jetzt oder, lernen wir, wie man mit langen Unterhosen modisch durch den Sommer kommt. Wirklich. Das ist doch genau so. Es hat auch mal Erfolge aus dem Knast, aus dem Gefängnis. Wirklich? Ja, ich bin nicht sicher, aber irgendwie habe ich es auch geträumt. Also, die Übergänge, das ist immer das Beste. Was hat es im Gefängniskühlschrank? Machen Sie mal Ihren Kühlschrank auf. Welchen Kühlschrank? Kann ich mal reinkommen? Ja, ich würde ja gerne, aber die Tür ist zu.
Oh, schöne Aussicht da durch Gitterstab. Ja, lebst schon lange da. Haben Sie denn auch noch andere Räume? Nein, da ist es. Es ist genau das Zimmer. Wo hast du deine Kleider? Da, ich habe sie ja, am Körper. Aber schon, da muss man wirklich sagen, Props. Oder? Also in dieser schnelllebigen Medienzeit hat das irgendwie die ganze Zeit überlebt. 25 Jahre Lifestyle. Das ist krass. Das heisst, oder? Es ist halb so alt wie der Michael Schweizer. Hurensohn! Ja, wieso kommst du sonst schon dran mit Impfen? Du musst ja bei den Alten dabei sein, oder? Stimmt, ja, das stimmt, absolut. Wobei, Patty ist ja bei mehr Leuten heim gewesen wie das Coronavirus. Das ist ein Superspreader vielleicht. Wahrscheinlich, ja. Gut, wenn sie jetzt dann für ihre eigene Sendung Türen auftun zu ihrer Wohnung, oder? Findet man, was sie in den anderen 1200 Häusern alles mitlaufen lassen? Überall noch irgendetwas geklaut, oder? Irgendwo steht noch ein Elefant von der Geraldine Knie an einem Rössli und so Zeug, alles. Überall, wo sie war. Oh, ja. Gut, ich würde sie schon in meine Wohnung reinlassen. Ja. Sicher. Aber sie müssen einfach noch ein bisschen Staub saugen, ein bisschen Fenster putzen. Also vorher, oder? Bevor ich filme. Ja. Nein, sowieso. Hast du mir doch gleich auf die Kamera. Sie soll einfach ein bisschen aufräumen. Das macht auch übrigens mit allen Gästen. Wo wir bei ihm die Hälfte haben, wir zuerst einen Staub saugen. Hast du schon in der Hälfte? Nein. Manchmal erzählen wir nicht immer genau die Worte. Das stimmt. Also noch schon. Wir reden da nicht miteinander. Nein. Das ist ganz verrückt. Bist du eigentlich mal Gast im Lifestyle bis sie? Selbstverständlich. Ja klar, natürlich. Natürlich. Und hast du daheim dich geschlossen? Nein, ich habe mich eben ich habe mich geweigert, mein Zuhause zu zeigen. Okay. Ich habe mir gesagt, ich lasse keine Kameras heim. Man hat ja eh schon, gerade während der ganzen Covid-Zeit, ja auch meine Küche zu Genüge gesehen, wo ich die Videos dort aufgenommen habe. Und so. Und, man kennt eigentlich nur schon durch Instagram wie genug von meinem Zuhause. Ich brauche so zwei, drei Wände, die einfach auch noch für mich sind, wenn genug von meinem Leben öffentlich ist. Und darum habe ich gesagt, die Heimfilme kommt nicht in Frage. Ich habe einmal für einen Doc von SRF habe ich die Heime sozusagen gezeigt, aber das war zwei Wochen, bevor ich zügler bin. Habe ich gefunden, das ist mir gleich, dort bin ich nachher nicht mehr. Aber jetzt dort nicht. Und dann habe ich, aber Patti hat unbedingt wählen und dann habe ich gesagt, gut, machen wir einen Deal. Wir filmen irgendwo einfach extern, wo ich mich auch ein bisschen zuhause fühle. Mhm. Und dann hat sie gesagt, ja, wo ist das? Und da habe ich gesagt, Mallorca. Sie hat gesagt, wir haben kein Budget. Und dann also haben wir uns auf Arosa geeinigt und sind dort mit einer Kutsche durch Arosa durchgefahren. Und ich habe so da, als wäre ich ständig in Arosa. Und ich bin, glaube ich, zweimal in meinem Leben zu Arosa. Aber sind nicht bist ständig in Arosa? Aber bin ich wirklich oft nicht, weil es ist unfassbar schön in Arosa. Und das ist mein Lifestyle-Erlebnis gewesen. Und dann sind wir dort bei Michel Beglar im Alpenblick oder wo, sind wir auf die Terrasse und haben dort über mein Leben geredet und hat einfach Schnee durchfahren. Das ist so. Okay. Ja, es ist eine coole Sendung, das muss man ja schon sagen. Also ich finde, es ist wirklich etwas Spannendes. Immer so also ein leichter Cringe-Faktor. Ja, natürlich. Aber das ist die ganze Promi-Szene in der Schweiz, ist ein einziger Cringe. Also das ist doch, das ist so, ja. Oder die einzigen wirklichen Prominenten, die zum Beispiel ein grosses Anwesen in Rapperswil hätten, die lassen natürlich die Kamera nicht rein. Ja. Ich habe Patty Boster mal getroffen. Wirklich? Ja. Schon ein manches Jahr her, ich war etwa 12 oder so, und mein Vater hat mit seiner Firma einen Haufen Werbung geschaltet auf Radio 24. Und damals war Patty Boser Moderatorin bei Radio 24. Ja. Und weil mein Vater so viel Werbung geschaltet hat, hat sie ihn eingeladen an ein Deep Purple Konzert ins Hallenstadion. Und mein Papi hat mich mitgenommen. Und hat vorher noch eine Führung gegeben durch die Studios. Oh. Oder? Ja. Und dann hat uns der Richie Gasser selig hat uns dort durch die Studios durchgeführt. Und dann irgendwann sind wir in Studio 1. Und im Studio 1 ist Patty Boser live auf Sendung. Oh. Und ich weiss, ich war ein Bub, 12, 13, sie ist dort reingehockt, oder? Und das waren die Ende 80er, Anfang 90er Jahre. Gewesen. Sie hat blonde, auftupierte Haare gehabt, ist mega fest geschminkt, sie hat einen weißen Pullover angehabt, ich weiss noch, mit so mit so neonfarbigen, irgendwie ein Einhorn vorne drauf. Und, so. Und ich war ein Bub vom Land, oder? Und ich hatte in dem Moment zuerst mal im Leben wirklich so direkt so, sie war dann so als Zürich-Chick gewesen, Mitte 20 oder Anfang 20 und hat dort moderiert. Und ich bin wirklich. Ich kann mich nicht mehr an das Deep Purple Konzert erinnern, aber an Patty Boser im Studio 1 an der Konradstrasse vor Radio 24, die alten Studios, das weiß ich noch. Das ist unfassbar. Papi, was ist das für eine? Das hätte ich nicht können fassen. Ein fleischgewordener Nussgipfel. Nein, einfach nicht jetzt, einfach eine Faszination im Sinne von, was ist das für ein Mensch? Was macht die da? Das Studio mit all dieser Technik und so.
Ja. Das ist, ein Radiostudio ist etwas Faszinierendes. Ja. Ich würde wahnsinnig gerne wieder mal in ein Radio 24 Studio. Ich kann aber nicht, ich habe immer noch aktiv Studio verboten. Das wissen wir, ja. Ja. Du, der Sascha Wanner und der Jonsch, oder? Wir alle drei haben noch ein aktives Studio verboten. Aber das ist eine andere Geschichte, das erzählen wir dann vielleicht okay. Mal. Vom Studioverbot kommen wir zu der Schweizerischen Nationalbank. Das ist ein Überleitungssponsor von Lifestyle. Aber zwei Themen, die nichts miteinander zu tun haben. Schön verbinden. Das machen wir jetzt so. Die Schweizerische Nationalbank nimmt Banknoten von der 8. Serie aus dem Verkehr ab dem 30. April, oder respektive jetzt seit dem 30. April, kann man mit denen nicht mehr zahlen. Damit werden 10er, 20er, 50er, 100er, 200er und vor allem auch 1000er Noten von dieser vorletzten Serie ungültig. Ja, aber es ist auch höchste Zeit geworden. Ja. Höchste Zeit. Habt ihr schon mal mit der 8. Serie wollen zahlen? Ja. Es ist eine Katastrophe. Mhm. Ist die weg? Es ist wirklich eine schlechte Serie. Ich sage, die 7. Serie geil, oder? Ja. Die 9. Serie sowieso. Völlig. Die 8. Nein, die 8. Serie. Für nichts. Katastrophe. Wirklich, ja. Ja. Auch die 8. Serie hat ja einen grossen Fehler gehabt, den sie nicht können ausmerzen. Ich konnte die nie lange behalten. Ja. Ja, das ist wirklich so, das ist schwierig. Aber jetzt die abgelaufenen Banknoten, oder? Am Mittwoch ist Karton, wenn ist Geld? Du kannst einfach auf die Straße legen. Nein, du kannst es mir schicken. Muss ich es bündeln? Ja. Du kannst es mir schicken. Ich entsorge das alte Geld gern für euch. Das übernehme ich. Oder die Extrakästen, Kessel, könnt ihr schicken. Ja. Schön, dass du es tun, Micha Schweizer, Radio SRF, Brunnenhof, Zürich. Kommt an. Päckchen lieber als Kuvert. Du kommst jede zweite Woche in das Päckchen. Ja, so. Ich frage mich immer, wieso kann man die nicht mehr brauchen? Also bei Geld, oder? Wieso kann man das nicht mehr? Faulen das? Oder was ist das? Ja. Vielleicht steht auch irgendwo drauf, was auszugeben bis. Und nachher sind sie über, dann fangen sie an zu stinken. Wichtig ist einfach für euch daheim, die C-Serie, die ist unterwegs, die kommt aber direkt auf Netflix. Ja. Ja. Haben Sie noch Bargeld? Nein. Weniger. Ich bin wirklich lange ein Anhänger von Bargeld gewesen. Weil ich immer gefunden habe, das ist geil, da kommst du überall durch, da kannst du überall zahlen damit. Da ist nicht irgendwie die Frage, das Kärtchen nehmen wir nicht, oder nein, das haben wir nicht, sondern du bist immer safe gewesen. Mittlerweile nicht mehr. Also wirklich nicht mehr. Und ich merke es immer dann, wenn ich nur könnte mit Bargeld zahlen könnte, dann wird es mühsam. Ja, dann wird es richtig mühsam. Dann wird es richtig ekelhaft. Wenn irgendein Beiz sich rühmt damit, nein, wir nehmen nur Bargeld. Nein. Ich habe vor knapp 20 Jahren in Schweden, in jedem Studentenclub hast du mit der Kreditkarte zahlen. Und wir sind jetzt fangen da so weit, dass man überall ein bisschen elektronisch zahlen kann. Ja. Jetzt ist es wirklich gut. Es gibt noch so ein paar Automaten, so Parkhäuser und so, alte. Mhm. Das ist immer der Oberhass, wenn du kommst. Da ist einfach weder Münze noch Noten noch sonst irgendetwas dabei. Und das gibt es manchmal. Ich habe letztens eine grosse Note wechseln. Das einzige Mal, wo ich noch Bargeld brauche, ist, wenn meine Putzfrau kommt. Die will das immer noch in Bar. Und okay, willst du das sagen am Sender? Ja. Wieso? Die ist angemeldet, alles super. Ist alles super? Toni. Der Rest weiß ich nicht, aber Toni ist super. Die ist fein angemeldet und sagt, ja, die will das noch im Bad. Das ist auch völlig okay. Und dann brauche ich auch meine kleine Noten. Und also die 10er-Noten, die du gibst für die 4 Stunden. Das klingt alles so falsch, wenn ich sage, ich merke es jetzt gar nicht. Es ist alles völlig okay, aber es klingt total falsch. So kleine Noten habe ich gar nicht. Gibt es auch 5 Liber Noten? Ja. Also, sie verdient über 100 Franken. Ich will Ihnen nicht genau sagen, wie viel, aber sie verdient über 100 Franken. Für die 4 Stunden? Nein, es sind keine 4 Stunden, aber es ist ja gleich. Sie verdient über 100 Franken und dann braucht es noch ein bisschen kleinere Noten. So. Mhm. Long story short, am Wochenende bin ich in einer grossen Kaffeekette, die sensationelle Kaffeemaschine hat und darum wollte ich jetzt einen Kaffee trinken. Wie sensationell sind die Kaffeemaschinen? Wirklich gut. Okay. Wirklich feiner Kaffee. So. Und danach habe ich dort endlich wieder machen mit Bargeld zahlen, hatte ich irgendwie 8,90 Franken oder was, habe ich mit einer 200er-Note gezahlt und ja. Die hat mich so angeschaut, was stimmt nicht mit dem Typ? Und ich habe gedacht, endlich kann ich wieder mal Geld wechseln. Weil sonst da im Restaurant, im Personalrestaurant bei uns, darfst du nicht mit Bargeld zahlen. Du kannst eigentlich nie mehr mit Bargeld zahlen, was ich total supporte. Ja. Mhm. Aber die wenigen Gelegenheiten, die muss ich jetzt wirklich noch nutzen. Ja, schwere Zeiten zum Bargeld waschen. Ja, es sind, glaube ich, nur noch Dealer oder so, wo Bargeld brauchen. Ja, und ich nehme halt so wenig Drogen. Das ist wirklich mühsam. Also nein, du nimmst viel Drogen. Sie sind einfach legal. Sie sind legal.
Apotheker. Wir müssen schon korrekt bleiben. Das stimmt, das stimmt. So, jetzt haben wir genug umeinander geschossen, wie im Tierpark Tellhölzli. Dort hat es ein Gewehr an Trappen gegeben, wo man hat auf Steinböcke zielen damit. Für den Schweizer Tierschutz ist das zumindest fragwürdig gewesen, wie sie sich zitieren lassen haben. Nachdem dann eine Petition gemacht worden ist für die Entfernung von diesen Gewehrattrappen, hat man die dann tatsächlich weggemacht im Tierpark. Ja, und der Schuss ist also wirklich hinten raus, weil kurz nachdem sie die Attrappen abmontiert haben, haben die Steinböcke angegriffen. Ja, ja. Die haben die Zuschauer zum Zeug ausgejagt. Ja, dafür haben sie jetzt beim Bärenkäg echte Handgranaten. Kann man auch mal so einen Bär in die Luft sprengen? Ja. Und man geht zurück zu Oldschool. Oder? Nachdem die Attrappen weg sind, haben jetzt die Kinder einfach wieder angefangen, mit Stein auf die Steinböcke zu schiessen. Ja. Darum heissen sie auch Steinböcke. Ja, ah, ja, okay. Wenn man Stein drauf rührt. Richtig. Ja, nein, der Tierpark der Hölz hat gesagt, es sei unverantwortlich, so eine Gewehrattrappe. Das stimme ich. Man will jetzt ein richtiges Gewehr hinmachen. Ja, richtig, ja. Vielleicht wäre es einfach gescheit, einfach die Steinböcke frei zu lassen und die Gewehrattrappe die zu lassen. Wäre noch gescheit, ja. Hätten die Steinböcke an mich freuen. Ja, absolut. So festgemachte Gewehr, die man nicht verlieren kann. Ich habe gehört, das VBS hat grosses Interesse. Ja, und weil laut dem Tierpark vorläufig bleiben soll, sind Steinböcke-Attrappen. Ja, die bleiben. Die bleiben dort. Was ist in dem Tierpark... Wirklich, was ist denn den Leuten abgegangen, die sich überlegen, okay, wir haben einen Steinbock-Käg und so, kann man gut finden, kann man schlecht finden, okay, aber jetzt machen wir Gewehrattrappen her, damit die Kinder können Jäger spielen. Ja gut, das ist also, auch so. Ja, ich verstehe, für einen Jäger ist das normal von der Welt, oder? Aber dass da die Twitter-Bubble nicht aufstanden, Moment, Jäger! Das ist ja wohl klar. Also das ist, wenn du Schauspieler bist und machst jetzt bei irgendeiner Aktion mit, weil du findest, hey, Corona-Massnahmen sind im Fall nicht so gut. Und dann sagst du, jetzt haben wir das falsch verstanden. Das ist genau das Gleiche. Ich frage mich auch, wer ist mit dieser Idee, weißt du, mal in der Sitzung? Es gibt doch immer so den Moment, wo etwas erfunden wird, wo man denkt, wer ist mit dem in die Sitzung gekommen und wieso haben die anderen nichts gemacht? Wieso hat niemand gesagt, nein? Ja, fix ein Jäger. Fixen Jäger. Ja, das ist ja eben. Also nochmal, wir haben nichts gegen Jäger, oder? Also man muss ja den Bestand auch irgendwo. Ohne Jäger kein Wild. Richtig. Ja. Spruch. Ja, nein, wir essen das ja noch. Ist ja kein, aber ja. Es müssen doch nicht Kinder können auf Steinböcke ziehen. Also das ist ja absurd, oder? Ja, vielleicht ist es so, weißt, so wie themenmäßig, so der Bündner-Teil. Ja, im Bündnerland schleichen sie jetzt halt mal mit einem Gewehr. Ja. Ja, aber das sind ausgebildete Jäger. Das sind ja nicht Kinder. Das sind vielleicht ausgebildete Kinder. Weißt du, Kinderjäger. Ja, ausgebildet an der Gewehrattrappe ist jetzt nicht so schwierig. Passiert jetzt nicht so viel. Also ich kann verstehen, dass es Leute gibt, wo hinter dem absolut kein Problem sehen, die Gewehrattrappe herzutun. Das kann ich total nachvollziehen. Aha. Ich kann aber... Aber was mich einfach nicht wundert, ist, dass da... irgendeine Bubble aufsteht und so lange Terror macht, bis die Gewehrli weg sind. Sie hätten ja auch einfach einen Feldstecher nehmen können, der durchschauen kann. Hätte ja schon gelangt. Ja, das gibt es ja. Oder? Also. Aber einen Feldstecher kannst du halt nicht schiessen. Das stimmt. Das ist natürlich schlecht. Kannst du ihn werfen? Ja. Ah je, du, wenn wir gerade schon so ein bisschen in der Schweiz unterwegs sind, da hat es eine schöne Aktion gegeben von der Badischen Zeitung. Mhm. Die hat ihrer Leserschaft 8 Insider-Tipps gegeben, wie man die Schweiz günstig kann bereisen kann. Okay. So verschiedene Sachen, wie man die richtige Region wählen müsste, vielleicht die klassische Hotellerie meiden, öffentliche Verkehrsmittel nutzen, Restaurant meiden, antisaisonal reisen, gratis in die Museen und gratis alles, was gratis drauf steht, soll man am besten machen. Ja. Die günstigste Ferien in der Schweiz gibt es ja in Österreich. Das wissen viele nicht. Nein, aber das stimmt schon. Der mit die richtige Region wählen ist ein guter Tipp. Zum Beispiel in Köllike. Das ist wirklich, dort hat es wenig Touristen, das Zelt steht schon. Das ist tipptopp dort. Da kannst du sehr günstig übernachten. Ich glaube, dass niemand dort ist. Was ich nicht verstanden habe, ist, warum sie geschrieben haben, man soll die öffentlichen Verkehrsmittel nutzen, weil es sind doch Spartipps. Ja. Wenn man wirklich Geld sparen will, wo man kann sparen als Tourist in der Schweiz oder einfach in die Schweiz kommt, ist bei den Steuern. Sagt Joe Biden, ja. Wenn man viel Geld mitbringt, dann, liebe Ausländerinnen und Ausländer, dann könnt ihr Geld sparen. Aber mit einer Reise in der Schweiz Geld sparen, schwierig. Ist sehr schwierig. Vielleicht, ja, man kann noch ein bisschen Geld sparen, wenn man zum Beispiel Fastfood isst, Thai zum Beispiel. Mhm. Ja. Beste in Thailand. Dort ist es extrem günstig. Ja, so. Bringen Sie Ihr eigenes Essen, bringen Sie Ihre eigene Schlafgelegenheit. Am besten bringen Sie Ihr eigenes Land mit. Ja, ist günstiger. Aber es ist ja die alte Regel. Also die Einzigen, die sich Ferien in der Schweiz leisten können, sind die da arbeiten und wohnen. Oder? Mhm. Das stimmt. Von dem her,
Ja, man kann sich auch ein bisschen vorbereiten auf eine Reise in die Schweiz, wenn man da ein bisschen ergänzen will. Zum Beispiel kannst du vorher noch ein CEO werden, ein Social Networker finden, Erdöl entdecken, so ein bisschen deren. Dann kannst du dir leisten. Dann kannst, ja, dann das ist stimmt. Ja. Und ich glaube, es wäre eine wahnsinnig günstige Zeit, sich einfach als Restaurant-Tester auszugeben. Jetzt habe ich mal ihre Terrasse gesehen. Ja. Ausräumen da. Also, wir machen jetzt da Witz, aber eigentlich ist die beste Pointe ist Spartipps für Ferien in der Schweiz. Das ist auch nicht für sich, ist das schon Pointe? Oder? Definitiv, ja. Definitiv. Wobei ja alle sagen, hey, wir Schweizer haben ja alle in den letzten Monaten Schweiz wieder neu entdeckt. Ja, stimmt. Und es stimmt. Es stimmt wirklich. Es stimmt. Es stimmt wirklich. Der Fels im Jura. Ja, der See im Bündnerland, der See im Berner Oberland, das sind noch das da. Ja, nein, aber es stimmt schon, man plant schon an. Aber das hat eben aus Corona-Gründen, nicht, irgendwie, ja. Nicht aus Spargründen. Findest du, machst Ferien? Also ich war noch nie so viel im Bündnerland gewesen, wie in den letzten zwei Jahren. Mit der Patti ohne Boso. Quer, notabene. Hm? Ohne Quer, notabene. Ohne Quer, ja. Eben mit und ohne Patti Boso, ab und zu. es klingt immer so abdroschen, wenn man sagt, ja, wir haben ja alles da, aber es stimmt schon, also bis aufs Meer. Aber ja. Ich gehe auch, wenn ich im Meer bin, nicht ins Meer. Wer braucht es mehr? Nein. Komm jetzt, wenn es ein Meer hat, gehe ich rein. Egal, wie kalt. Nein, ich bin ja mit meiner Familie in Mallorca und ich bin viel dort. Ich bin, glaube ich, bis jetzt in meinem Leben, in den letzten 10 Jahren, einmal im Meer gewesen. Ernsthaft? Ja. Und dort hat es Qualen gehabt, bin ich nicht raus. Da holen wir noch. Ja. Ja. Da holen wir noch. Wirklich? Ja, sicher. Da kannst du nicht auf eine Insel, ich gehe nicht ins Meer. Perlen von die Säue, hallo. Nein, es ist mir zu kalt. Es ist das Mittelmeer. Es ist ihm zu kalt im Mittelmeer, aber ja, Finta Rosa super. Ja, er hat halt, du darfst nicht vergessen, er hat halt einfach eine schlechte Erinnerung an Strände. Du bist ein Arschloch. Gibt's gar nicht. Nur weil ich dir nie einen Antrag gemacht habe, ja, das stimmt. Jetzt komme ich raus. Ja, da war ein Moment durch. Jetzt ist es gegangen. Ja, da war ein Moment durch. Alles in Ordnung. Alles in Ordnung. Also, wir kommen zu den Vereinigten Arabischen Emiraten. Dort kann man jetzt dann hoffentlich bald Alkohol trinken, weil die Wüstenstadt Dubai die wette ein Oktoberfest organisieren. Ja, weil das in München wird ja das ja auch wieder nicht stattfinden. Okay. Also haben sie gesagt, gut, wir übernehmen das. Und weil ja Alkohol eigentlich verboten ist, ja. Müssen sie jetzt eine Sonderlizenz machen, damit man dort Alkohol trinkt? Okay. Ja, das machen sie aus touristischen Gründen. Weil, also Dubai muss sich ja jetzt ein bisschen zum Touristen-Hotspot entwickeln, weil das Öl langsam zu Ende geht. Jetzt haben sie das Oktoberfest übernommen. Vielleicht haben sie ja noch eine Lizenz für Homosexualität. Dann könnten sie Gay Pride auch noch übernehmen. Ja. Da bringt viel Touristen. Ja, und statt geheizte Zelte haben sie halt gekühlte Zelte. Aber das ist ja kein Problem. Ja. Klar, wenn sie das Original in Schatten stellen. Ich meine, bei 50 Grad Hitze im Oktober ist Schatten dringend notwendig. Also. Und was sagen sie? Ölzapfdies? Ölzapfdies! Ölzapfdies! Ja, und das Oktoberfest in Dubai ist nicht auf der Wiesen, sondern in der Wüsten. Ja. Wow. Es ist schlechte Wortspiele sind eigentlich mies. Gell? Aber jetzt mal unter uns Pfarrerstöchtern. Dubai ist wirklich so die unsympathischste Feriendestination, die man sich für Geld so vorstellen kann. Danke. Nicht? Ja. Einverstanden. Mhm. Punkt. Kann nicht mehr sagen. Ja, es kommt so ein bisschen an Las Vegas. Nein, Las Vegas ist riesig! Sicher. Ach komm, ist doch auch einfach so eine künstliche Welt. Jetzt ist ganz etwas anderes. Du kannst nicht vergleichen. Komm, sicher schon. Wieso? Blitzende Lichter, grosse Gebäude, alles nur für Touristen. Und sonst nichts. Du kannst dort nichts machen. Ja, an beiden Orten nicht. Ja, das stimmt. Also Casinos hat es ja, also gut. Vegas. Ja, das hat es einem ja, aber weißt du, alles nur für Touristen, das ist in Davos auch so. Also, weißt, das ist ja, nicht ja aber es blinkt weniger in Davos. Kommt darauf an, und wenn sie das zu der Bar auslaufen. Ja. am Morgen um 3 aus der Ex-Bar laufst, blinkt es auch. Ja, also vor allem triffst du dort viele Typen, die sagen, meine Augen blinken. Nein, aber es stimmt grundsätzlich zu. Es reizt mich null, um irgendwie auf Dubai Ferien zu machen. Du kannst ins Hotel, irgendwie in riesige Shopping-Malls. Und ja, was mich vor allem ärgert, ist so die Doppelmoral, oder? Zwischen irgendwie so, ja, wir machen durch den Touristen machen wir ein Oktoberfest und so. Und gleichzeitig heisst es, wir dürfen keinen Alkohol trinken. Aus religiösen Gründen. Keine Homosexualität, keine Prostitution. Aber irgendwo passiert das alles gleichzeitig. Oder? Vielleicht ist eben die grösste Religion doch das Geld. Scheint. Ja. Ist eine ganz gewagte Vermutung. Ja, das könnte schon so sein, ja.
Ein Thema haben wir noch. Ist das so? Ja. Oho. Und zwar eine kleine Dose mit einer grossen Wirkung. Beim Aufräumen in einer Garage hat ein Mann in Neu-Isenburg eine Dose mit radioaktivem Inhalt gefunden. Okay. Aber gefunden hat er es auch nur, weil er mit seinen vier Augen so gut gesehen hat. Gefunden hat er es nur, weil Patti Bosse vorbeigekommen ist und gesagt hat, er soll mal in die Garage schauen. Ja. Wahrscheinlich. Schatz, haben wir noch Plutonium? «Schau in den Garage!» Mein Gott, so wird es gewesen und er hat es gefunden. Dort, ah ja, da habe ich das Plutonium auch nicht tun, ja. Wer kennt es nicht? Ja, ah. Wenn du das Plutonium wiederfindest. Ja, aber immerhin nur in der Garage, oder? Ich meine, andere haben das radioaktive Zeug im Tee. Ja. Also, das ist ein bisschen unangenehm. Ja, ich hätte gehört, die Garage am Alexei Nawalny. Ah ja. Ja. Sollen wir jetzt so ganz ein schlechtes Wortspiel mit Strahlen machen? Ja, unbedingt. Ich hoffe, wir haben euch wieder zum Strahlen gebracht. Ah! Yeah, dann kommen wir nächste Woche. Das ist der SRF Comedy Talk mit dem Stefan Büsser, Aaron Herz und dem Michael Schweizer. Produzent Domenico Blass. Gesamtverantwortung Susanne Witzig. Ich hätte noch eine kleine Frage, und zwar im Namen von der Bevölkerung. Oh, der Aaron redet jetzt für die Bevölkerung. Ja, vom Volk. Wir sind das Volk. Moment. Vom Volk. Wir sind das Volk. Aaron, zuerst Gesichtswindeln abziehen. Jawohl. Eine Frage aus dem Volk. Es ist so lustig, wenn du ein bisschen zum Lachen bringen willst. Ich kann es nicht verheben. Ja. Dann musst du nur anschauen. Schau mich an, bis ich sage, Gesichtswindeln. Das ist nein, ganz ist eine wichtige Frage, wirklich aus dem Volk. Was ist mit der Swiss-Covid-App? Ich würde es einfach wieder mal fragen. Ich habe keine Antwort, es soll keine Diskussion sein. Aber da lachen sich immer noch ein paar Einteiler in die Füße. Definitiv. Ja. Das ist wie die Wetter-App, die ich brauche. Die hat auch seit 4 Jahren kein Update bekommen. Ja, aber das Wetter auch nicht. Ja. Nein, aber in Sinn kommt es mir jetzt, weil sie jetzt darüber reden, dass wir ein E-Zertifikat machen für, als Impfausweis. Ja. Ich freue mich drauf. Ja, ich auch. Ja, sie haben zwei Möglichkeiten, eine staatliche oder zwei grosse Schweizer Player legen sich zusammen da. Genau. Ja, nein, es ist aber, und gestern, mit Zeichen der Meldung auf, hat sich der Apotheker- und Ärzteverband gemolden und gesagt, wir hätten übrigens ein System, das schon funktioniert. Wir müssen zwei, drei kleine Anpassungen machen. Nein. Und der Bund wird sagen, nein. Sachen, die schon funktionieren, machen wir nicht. Nehmen wir nicht. Das müssen wir selber finden. Das ist wie mit den Drohnen. Da müssen wir selber noch ein bisschen Traum basteln. Ja, richtig. Bis nicht fliegen. Ja, aber es braucht eine digitale Lösung. Das ist völlig klar. Weil wir werden mit dem in Europa und weltweit müssen umreisen. Und also, ich habe ja jetzt den Impfausweis bekommen. Auf Papier. Wo hast du ihn hingetan? Zuhause, auf dem Schrank. Und ich kann ihn noch und ich behalte ihn auch, aus Gründen. Und sagen wir es jetzt mal so, das kannst du relativ leicht fälschen. Also das ist nicht so schwierig. Gut, aber kannst du nicht ins System hineinschauen dann? Dann schaut er nicht aufs Blatt an, sondern er schaut sich dann ein und schaut. Ja, eben. Aber wenn das, also weißt du, darum sage ich, wir brauchen ja eine digitale Lösung, wo ein Arzt oder eine Ärztin einträgt, dass jemand wirklich geimpft ist. Das muss hinterlegt sein, weil wenn du mit dem Fötzel rumreisest, kann der jeder zeigen. Ja. Also das ist sehr, sehr einfach gemacht. Ja. Ja. Und darum, ich hoffe, ich finde da eine gescheite Lösung. Ich bin mäßig optimistisch, dass das bis Ende Juni passiert. Ja, es wird günstig und schnell. Ja, und bis dahin der einzige Schutz, den ihr habt, Gesichtswindeln.